So, hallo liebe Bienenfreunde. Heute ist das erste Mal in diesem Jahr richtig bombiger Bienenflug. Und ich bin richtig glücklich. Schaut es euch mal Oh, jetzt fliegen sie mich um. So, machen wir noch mal Fensterkontrolle. Na Mädels, was willst du am Handy? Bloß nicht vor die Kamera kommen. Ja, das ist die zweite Zahl von unten. Massig Betrieb. Die Waben wachsen. Vom Schalter weg. Naja, bei den Rähmchen sieht man nicht so viel.
Sonne da unten ist noch nicht so viel. Die Erweiterung nehmen sie jetzt erst an. Hier mächtig was los. Ja, wenn ich einschalte, wird es dunkler. Na gut. So, ich habe mir einen neuen Stockmeißel kreiert, gebaut. Der ist genauso breit wie die Rähmchen. Warum? Wenn ich eine Beute öffne, dann habe ich ja zwischen den Rähmchen Luft und das erste, was passiert, die neugierigen Bienchen stecken ihren Kopf dadurch und gucken, was ist denn jetzt für mich los. Wenn ich jetzt mit dem breiten Stockmeißel hier lang fahre, dann kann es sein, dass ich eine Biene berühre oder gar verletze. Wenn der Stockmeißel aber nur so breit ist wie die Oberträger, dann brauche ich da keine Angst haben. Kann ohne Probleme sauber machen. Dann habe ich an der Seite eine kleine Kante dran. Jetzt steht die Kiste doof. Das ist dafür da, um seitlich in die Beute zu gehen und dann die Beute aufzuhebeln. Wenn die Waben festsitzen, der Meißel ist auch hier, wo ich anfasse, sehr schmal, dass er gut in der Hand liegt und er verschwindet fast in der Hand. Ich kann ohne Probleme auch ohne Meißel arbeiten. Oder ich kann mit dem schlanken Ende die Wabe hochhebeln und rausziehen. Am schlanken Ende ist hier hinten, Moment, wo bin ich denn? Ein kleiner Haken dran, so eine kleine Spitze. Ja, damit, wenn ich raushebele, die Wabe schön liegt. Der weitere Vorteil, dass das hier hinten schön schlank ist, ich komme auch im Apidea oder ähnliches, komme ich auch wunderbar rein. In meinem nächsten Video zeige ich euch, wie ich den Meißel herstelle. Und
Ich werde eine Frage stellen. Die Lösung ist in diesem Video. Und die ersten 10 Leute, die die Frage richtig beantworten, die bekommen ein Stockmeißel. Ich werde von dieser Art Stockmeißel nur 10 Stück machen. Das ist dann quasi eine Special Edition. So. Man kann natürlich auch sehr schön die Zargen sauber machen. Das geht auch wunderbar. Weil ich ja eine 90-Grad-Ecke habe und ich einmal unten kratze und einmal an der Wand kratze. So, das war's zu meinem Stockmeißel. Passt schön auf. Jetzt muss ich die Kamera mal drehen. Geht doch. So, das muss ich auch weiter weggucken. Uiuiui. Ich will euch ja noch was zeigen. So, und der Stockmeißel kann natürlich noch was. Ganz nach dem Motto. Und ist die letzte Beute wieder verschlossen, dann wird erstmal genossen. Happy beekeeping.